We heard about your plan to destroy the plague hearts. We could pitch in, but we need your help first. I'm on my way to you. Cheerio, meine Lieben. Mit Überlebenden, danke. That's your plan. You are not serious. Ja, willkommen zurück zu State of Decay 2. Und danke, dass ich mal reden darf. Okay, wir sollen jetzt... Och, schön. Kann ich vielleicht erstmal ankommen? Du Arsch. Nein! Uah, Alter. Der hat uns die Tür abgerissen. Alter. Gut, ich guck gleich, wo ich hin muss. Ich muss erstmal weg hier. Alter, ich hab dich da abgeschmückt. Wo sitzt du? Alter, was ist denn hier los? Schon, wir haben so eine Blanche gebaut jetzt. Alter, what the fuck? Was ist denn hier los? Oh, ich habe nicht geguckt, ob in den anderen Autos was hinten im Kofferraum ist. Alter, was ist denn los? Aber meine Waffe ist ja nicht laut, ich habe einen Schalldämpfer. Ja, ich wusste, dass ich was vergessen habe. Oh, da oben kommt ein roter. Da war einer. So, darf ich jetzt mal ganz kurz gucken, wo ich denn lang fahren muss. Ich will ja jetzt erstmal wieder nach Hause. So, da oben ist dann hier. Da fahre ich jetzt hin. Obwohl, ich würde... die ist total müde. Sorry, aber ich muss das echt ändern. Auch wenn ich die Mission dadurch abspreche. Abbreche. Aber, geht nicht. Die ist müde. Die ist K.O. Seht ihr, das geht schon auf die Hälfte von der... Ich muss nur ganz kurz für mich das ein bisschen leiser machen. Das ist echt laut bei mir. So, jetzt aber. Ja, Leute. Das war ein bisschen viel jetzt gerade, ich war überrascht. Was wir heute machen, ist eine gute Frage, aber ich will gleich erstmal, wenn wir in der Basis sind, erstmal die ganzen Dings checken, die ganzen, ja, Ressourcen, unsere Anlagen checken und dann können wir mal gucken. Wir müssen auch wieder darauf hinarbeiten, die Seuchen jetzt einen Platz zu machen. Langsam mal. Und da gehen wir erstmal mal gucken, was die Granaten sagen. Es gab einen weiteren Patch wieder mal. Ein Anniversary Patch. Wo nicht viele Dinge dazu, also wurden neue T-Shirts da hinzugetragen und so. Aber es gab jetzt nichts Gravierendes. Oh, guck mal. Was ich aber gut finde, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt wegen den Infektionsherden. Und es stimmt wirklich. Wenn du die Infektionsherde nicht platt machst, dann wird es irgendwann zu viel. Dann wird es irgendwie zu viel und du wirst überrannt.
Wie gesagt, meine liebe Sophia, ich kann euch nicht helfen gerade. Ich muss jetzt erstmal die nach Hause schaffen, damit sie sich ausruhen hier. Dann habe ich mir noch so ein paar Videos angeguckt, so ein paar Tipps für State of Decay 2. Zum Beispiel auch, wie man jetzt mehrere Packs behalten kann, ohne sie jetzt... Alter, what the fuck? Hast du das mal gesehen? Ja, deswegen fahre ich halt. Oh, er ist explodiert, okay. Alter, hast du gesehen, wie viele da rumlaufen? Immer was ich sagen wollte, ich habe so ein Tipp-Video angeguckt und so. Und das mit den Packs zum Beispiel finde ich jetzt so ein bisschen als Cheating. Also ich werde diesen Trick nicht machen, weil wir haben unsere Autos, wo wir das reinpacken können. Und sonst brauchen wir ja nichts suchen, weißt du? Man braucht ja nicht hier jetzt die Massen suchen, wenn man schon bereits genug hat. Das Wichtigste, was wir brauchen, und das habe ich gesehen, ist, man kann auch Einfluss boosten. Und da habe ich weder dran gedacht, noch irgendwie das ausprobiert. Das ist nämlich über so einen Funkbefehl. Und ich will mich gleich mal ändern. So, nach Hause jetzt. Das kann ich gleich machen, ihr Schrauberlis. Jetzt allerdings muss ich erst einmal... So, erstmal hier zu Hause ankommen. Munition haben wir... Ach guck mal, haben wir noch ein bisschen Platz. Gut, dann kann ich die ja rein schmeißen. Ja, gut. Und dann können wir hier nochmal kurz... auftanken. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein paar Autos in der Nähe haben. Muss ich mal gucken. Damit wir noch mal ein Lager haben. So. Also Ressourcen haben wir mehr als genug, wie ihr das seht. So, ich bin zu Hause. Du? Kurz ausrufen. So, und wir... nimm mal Burns. Burns, Burns, Burns. The Ring of Fire. Ich meine, wir können uns zwar noch ein bisschen Medizin holen, aber haben wir noch ein bisschen was an Package und so, also Platz und so. Burns hat gar nichts mehr in der Tasche, okay? Dann gehen wir mal kurz hier vorne hin. So, wir können natürlich auch noch Materialien suchen für unser... Ich überlege, was ich denn nehme. Das wäre ganz in Ordnung. Ich glaube, das nehme ich einfach mal. Was war das hier? Gut. Die Geräusche hier drin, das ist hier drin, ne? Also im Spiel. So, Medizin haben wir auch. Wie sieht das denn jetzt mit Granaten und so aus? Also... ich habe gesehen, dass diese Dosenbomben etc. nicht so gut sind wie... was ist das denn? Verfolgungsmine? Wenn mir die Verfolger abschrecken soll. Es dauert lange, bis sie scharf wird, da der eine großen... hat ungefähr Auslöseradius angezeigt. Okay. Gut. Can't do it. Also wir könnten natürlich auch haufenweise Molotows da reinschmeißen. Das ist auch wahr eigentlich. Wir könnten uns hier oben... also wie hier, aber ich möchte das eher an Dings machen. Wo war das denn nochmal? Ah ne, jetzt muss ich über Dingsbildschirm machen. Stimmt ja. Da ist er. Hier. 25 Zuhörer, deinen Ping aus, verdiene damit einfach bei potenziellen Zuhörern. Das machen wir. Ich frag mich ja, wo die ganze Zeit drauf schießen. Die schießen permanent. Hallo there. Dankeschön. Wir könnten natürlich, wie schon gesagt, wir können immer alles an Materialien mitnehmen, damit wir unsere Zuhause dann in Dings umwandeln, diese... So, wo sind die denn? Da unten sind sie.
Die Schrauber. Dann wollen wir den Schraubern mal schrauben helfen. Wo? Meinst du jetzt den normalen hier? Oh, ich habe gedacht, hier ist wieder irgendein Special Zombie, ey. Also sicher ist, dass wir uns jetzt, dass wir uns definitiv natürlich um Dings kümmern werden. Ich bin falsch gefahren. Ich bin toll. dass wir uns definitiv jetzt auch wieder um solchen Herz zu kümmern. Ich will das nur nicht schnell übertreiben, wisst ihr? Weil ich will das nicht rush machen, sondern langsam. Weißt du, dass wir die Tobsüchtigen, weißt du, wenn sie eine Tür haben oder so, ist das für mich jetzt nicht da. Ist aufgebläht, ich hab's gesehen und ich sag, ein Seuchenherz. Hat man für die Schrauber nicht Dings hier? Ein neues Heim gesucht gehabt. Und was ich sagen wollte, man muss das jetzt nicht übertreiben. Ich sag, schnell. Was ich gut fand jetzt erstmal, wir haben uns soweit erstmal eingedeckt mit den Sachen, mit den Großen. So dass zu Hause keine Probleme auskommen sollten. Was jetzt da? So, hi Leute. Wie sieht denn mit den Fähigkeiten hier aus? Ne. So, was gibt's denn? La Roya. Bruno ist das wieder vermasselt. Er ging zum Auskundschaft hinaus, ist schon lange zu weg. Kannst du uns helfen? Und ihn zu. Klar. Good choice. Ah, Bruno ist der, den sie auch immer so ein bisschen triezen, ne? Wo ist er denn hin? Wo ist der? Der ist ganz da oben hin. Aber ist ganz gut, da können wir nämlich da auch noch ein paar Materialien mitnehmen. Ach, werden wir wieder angegriffen? Ja. Aber es ist in Ordnung. Wir haben genug Munition da. Also wir haben jetzt genug Munition vor Ort. Die schaffen das schon. Wir brauchen ja Einfluss, um uns dann ja auch in der Siegemühle endlich niederzulassen. Da müssen wir auf jeden Fall schauen. So, ich muss aufpassen, hier wäre ja vorhin irgendwo. Warte mal kurz, mein Kopfhörer spinnt mal wieder. Das Gute, wenn dieser Kopfhörer spinnt, ist, dass er das Spiel leiser für mich macht. Also, aber das Negative ist, dass der leider auch einige Geräusche rauslässt. Und wenn er zum Beispiel so ein Tobsüchtiger schreit oder so, wie ich das schon hören. Time to get the ball rolling. Was denn? We don't say thanks often enough for your hard work, so thanks. Ich wollte gerade sagen, wir haben euch so oft geholfen. So, wir werden an den Orten suchen, werden es natürlich auch dann mit Materialien mitnehmen noch. Wenn wir dann nichts mitgenommen haben. So, Bruno. Aua. Dann gucken wir mal. Ich bin auch sehr gespannt auf Heartland. Das habe ich bisher nämlich selbst nicht gespielt. Auch nicht privat. Das werden wir ja hier noch zusammenspielen. So. Hello? Oh fuck. Anybody here? Not here.
Where could they be? Alter, gib mir von der Linse. Das waren zwei Horden. So. Dann suchen wir jetzt mal. Dann da. Well, look at that. Gut. Ich könnte jetzt gleich auch schon mal wieder ein bisschen was an Materialien auch knacken, damit wir die Vereisatzteile bekommen. Sag ich ja. Okay, wo ist die Matte? Da. Nee, das ist im Lager, ne? Ja. So, ich werde jetzt mal bis 15. Sehr gut. Very gut. Dann suchen wir das hier noch. Sehr schön. Ach, Chemikalie nehme ich auch mit. Schadet ja nicht. Leider wird eigentlich nicht angezeigt. Ne? Gut, dann schmeißen wir das jetzt mal kurz ins Auto rein. So. Warte mal. Ich würde jetzt mal ganz. Nein. Falsch. Mein. So. Schade, dass man nicht in die erste Ego-Perspektive geht. Und wenn doch, muss ich nur mal nachgucken, wie. Pam. Gut, lass uns mal weitergehen. Ich schau mal weiter. Warum nicht? Steig aus. Springen wir hier rüber. Alle. Ach, ist er hier? So. Das ist nämlich mit. Den Generator brauchen wir nicht. Bruno. Hey. You in here? Hey, come here, will you? Ich komme nicht mit dir zurück. Es ist ihnen egal, ob ich lebe oder sterbe. Was heißt das schon? Ja. Yeah, I guess I'll take you up. I'll catch up with you later, okay? Okay, also time, go and meet your new friends. Done and done. Okay, er hat sich also entschlossen, er ist abgehauen. Weil er es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich kann es im Nachhinein irgendwie so ein bisschen nachverstehen, weil sie war echt nicht nett zu ihm. Ihn immer als, ja, als kleinen Bubi und so bezeichnet und... Yes. Hier, nimm du mal das. Weil ich muss den hier mitnehmen. Ah, ich sehe da hinten was, was mir nicht gefällt. Moment. So. Muss ich mich kurz drum kümmern. Nein. Oh fuck, da ist noch eine Horde. Mann, jetzt geht die Leiter hoch. Genau bei unserem Auto, sehr schön. Nice aim. Danke. So. Gehen wir so lange die Munition aus, ja? 28 habe ich noch. Warte. Zack. Meins. So. Ach, Quatsch. Hä? Und wo bist du jetzt?
Ich habe meine Begleitung verloren. Wieder mal, da bist du ja. Irgendwas habe ich hier noch vergessen. Nee. Wie zeigt er mir denn an, dass hier noch irgendwas ist? Kapier ich nicht. Jo. Dann das auch noch da rein. So, was haben wir denn hier noch? Also wir haben noch haufenweise Baustellen, ja. Lass uns mal hier drüben gucken. I do not want that bloater getting too close. Whoa. Whoa. Ah, das mal wieder eine Horde. Oh, not now. Wo ist der Blau? Der wird wohl hier irgendwie rumliegen, ne? Jo, da ist er. Ich lass dich mal ganz langsam aufsaufen. That's pretty heavy. Ich war dann sehr seltsam mit zuvor. Sehr seltsames Geräusch auf dem Ohr gehabt, auf dem linken. Ich würde mich auch gerne um die Seuchenherzen kümmern, sobald wir unsere letzte Basis da haben. Also die Sägemühle. Und noch mehr. Ich glaube, wir haben ordentlich jetzt Sachen wieder dabei. Dann gehen wir doch jetzt erstmal wieder zurück. Sagen dem Bescheid, ey, hier. Sorry, Leute, aber der Typ wird mit uns zu uns kommen. Ja, zack. So. Perfekt. Dann fahren wir mal wieder zurück. Leider geht unsere Waffen auch kaputt. Deswegen allein ist es gut, wenn wir jetzt schon wieder nach und nach noch mehr an Materialien sammeln. Aber Leute, was Laroja dazu sagt, dass jetzt Bruno zu uns gehört, das erfahrt ihr schon beim nächsten Mal. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren und dann bis zum nächsten Mal.